Hallo Sportsfreunde und willkommen zu meiner Prediction zum 28. Bundesligaspieltag 2023-24. Und herzlichen Glückwunsch an Leverkusen zur deutschen Meisterschaft, sagte Thomas Tuchel gegen das Spiel im Interview nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund, wo der FC Bayern mit 0:2 zu Hause verloren hat. Und das gehört sich nicht, ja, als Bayern-Trainer. Aber naja, Leute, ich würde sagen, wir fangen an mit dieser Prediction, mit den Freitagsspielen. Aber bevor wir das noch machen, lasst ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo auf diesem Kanal da, checkt sehr gerne meinen Zweitkanal ab, weil da sind zwei Projekte am Start gestartet. Ja, heute, wo dieses Video kommt, startet eins und vorgestern ist eins gestartet. Ja, checkt es gerne ab und dann würde ich sagen, starten wir rein in die Prediction für diesen 28. Bundesligaspiel. Und wir fangen natürlich an mit den Freitagsspielen. Es gibt wieder eins, weil Karfreitag ist ja nicht. Und deswegen gibt es Freitagsspiele und das erste Spiel ist Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen. Ja, SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Letzte Woche war, muss man ehrlich sagen, eine komplette Nullnummer. Also das waren Unentschieden wie sonst noch was. Es gab 1, 2, 3, 4, 5 Unentschieden von 9 Spielen. Nur 4-mal hat eine Mannschaft gewonnen. Einmal eine Heimmannschaft und 3-mal eine Auswärtsmannschaft. Ja, darunter Dortmund, Wolfsburg, Freiburg. Ja, und Leverkusen, der erste Platz gegen Hoffenheim hat auch gewonnen. Aber naja, darum soll es ja nicht gehen. Und zwar das letzte Spiel von Frankfurt oder von Werder Bremen. Einmal Bremen hat verloren gegen den VfL Wolfsburg und die Eintracht hat unentschieden gespielt gegen Union Berlin. Ja, in der Commerzbank Arena gibt es ein Unentschieden. Beide Mannschaften geben sich einen Punkt. Nicht gut für beide, aber ist okay. Ja, weil Frankfurt ist sowieso gerade noch so ein bisschen gesichert. Ja, 7 Spieltage vom Ende. Aber naja, dann haben wir die Samstagsspiele und wir fangen an mit dem ersten FC Köln gegen den VfL Bochum. Ja. Genau. VfL Bochum letzte Woche unentschieden gegen den SV Darmstadt und die Kölner unentschieden gegen Augsburg. Ja. Also, diese Woche wird schon interessant. Kann schon interessant werden, muss man sagen. Ja, aber beide Mannschaften geben sich die Klinke auch zu Hause im Rhein-Energiestadion. Die Kölner werden da unten nicht wirklich viel mehr rauskommen. Aber ein Punkt ist gar nicht mal so schlecht. Und deswegen ist mein Tipp unentschieden. Ja. Und jetzt kommen wir zum Sportclub Freiburg gegen RB Leipzig. Ich wollte gerade Salzburg sagen. Keine Ahnung warum, aber ich wollte Salzburg sagen. Ja, die haben letzte Woche die Leipziger unentschieden gegen Mainz gespielt. Und die Freiburger haben 3:0 gegen Gladbach gewonnen. Und deswegen ist mein Tipp hier auch. Ja, keine Ahnung, was mit den Leipziger gerade los ist. Ist aber auch schön so. Und deswegen ist mein Tipp Sieg Freiburg. Wollen wir doch alle so sehen, oder? Ja, alleine für Christian Streich. Schreibt mal Hashtag für Christian Streich in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass Freiburg gewinnt. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel und das ist der erste FSV Mainz 05 gegen den SV Darmstadt 98. Beide Mannschaften, wie gesagt, schon unentschieden gespielt. Ja, einmal Darmstadt gegen Bochum unentschieden und Mainz gegen Leipzig unentschieden. Ja. Und da könnte man schon so ein bisschen tendieren dazu und sagen, Mainz gewinnt dieses Spiel. Alleine wegen Zetterer. Nee, Zentner heißt er. Zentner. Ja, der Mainz-Keeper. Aber mein Tipp ist wirklich Sieg Mainz 05. Dann haben wir den ersten FC Union Berlin gegen laut Tuchel, den deutschen Meister. Es sind zwar noch ein paar Spiele zu gehen. 13 Punkte Vorsprung hat Leverkusen, aber das sagt man als Bayern-Trainer nicht.
Ja, man ist immer am Kämpfen, egal was passiert, als Bayern-Trainer normalerweise. Aber naja, darum soll es nicht gehen. Und zwar, es geht darum, über dieses Spiel zu philosophieren ein bisschen. Ja, aber viel zu philosophieren gibt's hier nicht. Im DFB-Pokal steht Leverkusen im Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und da sollte auch nichts anbrennen. Das wird ein langweiliges Finale höchstwahrscheinlich, weil das Spiel Saarbrücken gegen Kaiserslautern war auch nicht wirklich so spannend, muss man sagen. Ja, hab mir beide Spiele so ein bisschen angeguckt, aber allzu spannend waren sie. War Saarbrücken jetzt halt auch nicht und Leverkusen war ja auch nicht so spannend. Das war nach gefühlt 20 Minuten schon entschieden. Ja. Deswegen ist mein Tipp hier auch Sieg Leverkusen. Und ich sehe halt wirklich immer noch nicht, dass sie ein Spiel verlieren, aber trotzdem. Ja. Haben wir das nächste Spiel, ist der 1. FC Heidenheim 1846 gegen den FC Bayern München. Ja, laut Kicker oder Sportbild eher, wurde irgendwie berichtet auch, dass Tuchel die Mannschaft jetzt verloren hat, komplett, ja, die komplette Bank ist nicht mehr hinter ihm. Der ganze Kader meine ich so. Und Bayern überlegt ihn auch direkt schon rauszuwerfen. Meines Erachtens hätte ich schon längst getan. Aber ja, muss man so sagen. Aber trotzdem, gegen Heidenheim gibt's 3 Punkte. Außer sie wollen wirklich gar nicht mehr. Und dann gibt's eine Niederlage. Und dann stehen die Bayern einfach kurz davor, Platz Nummer 2 wegzugeben. Wenn ganz blöd läuft, zieht der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund und höchstwahrscheinlich vielleicht sogar noch RB Leipzig an den Bayern vorbei. Und dann gibt es nicht mal Champions League Fußball. Und dann gehört für mich so, ja, ein Münchenverbot für Tuchel. Ja, oder Bayern-Geländeverbot für Tuchel, ja. Aber naja, weil wenn du so lange da weit oben stehst und auf einmal so einbrichst, ist es ein bisschen komisch. Aber naja, ist halt, Thomas Tuchel, ich hätte ihn halt auch nie geholt. Hätte nie im Leben Nagelsmann rausgeworfen. Aber naja, wir sind ja noch in allen drei Wettbewerben drin, oder? Liebe Vorstand. Und jetzt kommen wir zum Topspiel der Woche. Und es ist wirklich auch wieder mal ein richtig gutes Topspiel. Der Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Ja, es heißt Dritter gegen Vierter. Und der Vierte, der rückt an den Dritten ganz schön nah ran. Mit 4 Punkten. Und ja, nach diesem Spiel muss man so sagen, Dortmund hat richtig gut gespielt gegen die Bayern. Das war richtig stark. Ja, und der VfB Stuttgart, das habe ich beim anderen Spiel jetzt gar nicht erwähnt, aber ja, es war auch ein Unentschieden bei Heidenheim gegen Stuttgart. Aber, und die Stuttgarter haben ja auch ein Unentschieden gegen Heidenheim gespielt, wie gerade gesagt. Deswegen muss man wirklich sagen, Sieg Borussia Dortmund. Haben sie sich verdient. Ja. Und dann kommen wir zu den 2 Sonntagsspielen. Einmal um 15.30 Uhr. TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Die auch richtig, richtig guten Fußball auf einmal spielen können. Sind auf einmal Platz 7 in dieser Saison. Das hätte ich auch nicht gedacht. Die haben letzte Wochenende haben sie 1-1 gegen den 1. FC Köln gespielt. Und die TSG hat unentschieden, glaube ich, sogar gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Wenn ich es jetzt gerade finde. Hallo, TSG, wo bist du? Da, nee, die haben gegen Leverkusen verloren. Stimmt. So war's. Ja, aber gegen Leverkusen kannst du verlieren. Das ist kein Beinbruch. Und deswegen ist mein Tipp Sieg TSG 1899 Hoffenheim. Und sie ziehen damit noch nicht an den guten Augsburgern vorbei. Ja. Aber naja. Dann kommen wir zum letzten Spiel. Der VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach um 17.30 Uhr in der Volkswagen Arena. Ja. Also, das letzte Woche war auch ein interessantes Spiel bei Wolfsburg, muss man sagen. Es gab 2 ganze rote Karten insgesamt. Einmal für Werder Bremen und einmal für Wolfsburg. Einmal Lacroix und einmal Jung, glaube ich, waren es. Ja, einmal Notbremse kurz vorm 16er. Deswegen rot, keine Elfmeter. Dann hätte es nur gelb gegeben. Und Lacroix, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau.
Aber es waren interessante Spiele, muss man so sagen. Und mit einem Sieg würde Wolfsburg an Gladbach vorbeiziehen. Und mit einem Sieg für Gladbach würde Gladbach an Union vorbeiziehen. Stand jetzt. Und höchstwahrscheinlich vielleicht sogar noch an Heidenheim, wenn Heidenheim nicht gewinnt. Die Bayern. Aber die haben spielen eine gute Saison. Muss man einfach so sagen. Und deswegen im Niemandsland beide Mannschaften. Und ich habe echt mich lange überlegt, ob ich das jetzt so mache, wie ich es hier mache. Und deswegen tippe ich auf Sieg. VfL Wolfsburg. Ja, weil Gladbach auch letzte Woche auch nicht wirklich so gut gespielt hat gegen Freiburg. Ja. So ist meine Tipps. Schreibt mir gerne eure Tipps in die Kommentare. Checkt gerne meinen Zweitkanal noch ab. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Prediction-Folge oder bei irgendeiner anderen Folge. Schauen wir mal, was noch diese Woche so kommt. Oder nächste Woche. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns. Haut rein. Euer Tuvas ist raus. Und ciao. Ciao. Ciao.